Ho, 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 meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Es gibt mal wieder ein paar News zu berichten und dieses Mal vom SDS Multiplayer oder besser gesagt vom Convoy. Wir werden mal ganz kurz mal einen Rundumblick machen, wie die Aussichten sind, wo die Reise hingeht für den Euro Truck Simulator 2 und natürlich auch für den American Truck Simulator. Und da hat sich SDS natürlich nicht lumpen lassen, auch die Community mal mitzunehmen und zu sagen, hey, das haben wir geplant und stellt nicht immer diese gleichen Fragen, weil ich kriege es auch immer wieder mit. Es werden immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Wir müssen aber ein bisschen abwarten. Viele Vermutungen und Wünsche kann man sich natürlich einfallen lassen und unten in die Videobeschreibung. Schreibt einfach mal rein, welche Wünsche habt ihr denn für den Convoy-Modus oder den SCS-Multiplayer. Also, die wichtigsten Fragen sind natürlich, bleibt es bei der Spieleranzahl von 8? Erstmal schon. Ja, wir werden erstmal noch 8 Spieler behalten, ob es in der 1.42 denn schon mehr sind oder erst in der 1.45, das werden wir sehen. Ich muss aber aus meiner Sicht sagen, die 8 reichen erstmal aus. Vielleicht maximal, vielleicht irgendwann mal 18 oder 20, aber das reicht. Wir merken jetzt schon, wenn wir als Konvoi gemeinsam fahren wollen, dass sich das ganz, ganz schnell auseinanderzieht, wenn man wirklich nach den STVO fahren möchte, in Anführungsstrichen an roten Ampeln anhalten, wenn dann die Schranken unten und, dann kommt man die KI und das ist eben noch der große Fakt, die Stabilität und die KI noch richtig hinzubekommen. Ja, sie hat manchmal ihre Macken, aber real life haben auch manche Fahrer mit Macken. Das nächste ist ein großes Thema und zwar, das sind wie gesagt die wichtigsten Themen für mich jetzt und zwar die Mod-Unterstützung. SCS sagt explizit, yes baby, wir werden irgendwann mal Mods implementieren. Ob es aus dem Steam Workshop ist oder erst Drittanbieter, wird ja hier so schon reingeschrieben. Ich würde es auf jeden Fall wünschen, wenn der Steam Workshop noch mehr in Verbindung gebracht wird, dass der Host das Spiel öffnet und dann der andere möchte dazu und dann wird schon automatisch erkannt, hey, pass auf, dir fehlt dieser Mod, dann wird der automatisch runtergeladen. Es gibt einige Spiele, ich glaube, Arma ist so ein Spiel, wo es dann auch so passiert. Das ist zum Beispiel eine richtig schöne Sache. So, große Probleme ist es immer mit den Sitzungen und Freunde finden. Ja, da hat SCS nochmal ein, gerade bei den Serversuchen, wenn ihr bei Steam eine Region eingewählt habt, um da schneller runterzuladen, ich Moskau, Singapur etc., keine Ahnung, oder New York, dann kann das durchaus sein, dass ihr eure Freunde, der in Frankfurt oder Berlin sich eingewählt hat, also den Server, wo quasi seine Daten runtergeladen werden, dann kann das durchaus sein, dass es zu weit ist. Ja? Dann sprecht euch mal ab, weil wir auch manchmal das Problem haben, wir finden uns nicht. Ja? Aber eine andere Sache ist, eure Steam-Freunde, dann könnt ihr dann definitiv auf jeden Fall zusammenspielen. Dann nochmal die Frage mit den Karten-DLCs. Ja, wenn ihr die Karten-DLCs nicht habt, könnt ihr trotzdem beim Multiplayer mitmachen, aber ihr könnt dann quasi nicht in diesen Bereich reinfahren, wo ja die Karten nicht aktualisiert sind. Ne? Auch mit den Host wollen sie noch ein bisschen mehr machen, das dedizierte Server wollen sie irgendwann mal testen und. Also es sind auf jeden Fall einige Sachen, die sehr, sehr, guckt euch das einfach mal an, ich werde den Link unten reinmachen, auch jetzt gerade mit den FPS. Wir haben wirklich schon viele, viele Livestreams gemacht und im Großen und Ganzen, ja, ab und zu mal ist noch nicht alles so synchronisiert mit Regen und hat der eine früher Regen, der andere später, aber das ist ja mal auf ganz, ganz hohem Niveau. Jetzt, große Sache. Ich habe natürlich auch schon ein paar Wünsche auf dem Livestream, sind wir da schon mal ein bisschen durchgegangen. Ihr könnt euch das alles nochmal durchlesen. Ich habe jetzt die wesentlichen Punkte erstmal so, die wichtig sind, aus meiner Sicht und aus eurer Sicht, denke ich mal, angesprochen. Und ich denke, wenn wir vielleicht 18 bis 20 Mann, reicht völlig zu, dass man selber auch Touren planen kann. Nicht nur derjenige, der der Host ist oder so, oder ein anderer, der eine Tour angenommen hat, dass die anderen übernehmen. Das ist ein tolles Feature, aber dass ich selber mal sage, ich will von Berlin einfach nach Paris fahren, das wäre eine schöne Sache, dass die durch einen Tastendruck-Interface an, aus und sowas. Aber dazu kommen wir später mal. Wir warten erstmal ab, seid ein bisschen entspannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Konvois mit euch gemeinsam und jeder kann sich natürlich anmelden und vielleicht habt ihr dann Lust und wir fahren dann mal gemeinsam. So, ganz kurzer Rundumblick. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ihr euch unbedingt wünscht, ab unten in die Videobeschreibung und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen 20:30 Uhr wieder live. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.